Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen mal wieder den Great Vault aufmachen und ich hoffe, das ein oder andere Upgrade ist diesmal drin. Ich habe auch noch, glaube ich, diesmal zwar nur einen Twink, mit dem ich noch unterwegs war. Und ja, würde ich sagen, schauen wir uns gleich zwei Vaults an. Also, jetzt gucken wir uns erstmal an, wo die Ausgangslage im Moment ist. Ich habe letzte Woche ja noch nur einen Zweier-Set-Bonus gehabt. Mittlerweile habe ich einen Vierer-Set-Bonus. Ich habe mir quasi so einen Gammel-Item hier noch abgegradet gehabt, beziehungsweise ich hatte, glaube ich, die Hosen hatte ich noch rumliegen, genau so rum war es, und ich hatte die Brust geupgradet. Und ja, jetzt habe ich halt mein Legendary auf den Rücken verlegt, was halt ein bisschen blöd ist, weil da habe ich halt sehr wenig Stats drauf und auf der Hose, wo ich es vorher hatte, habe ich halt sehr, sehr viele Stats drauf. Jetzt wäre natürlich optimal, wenn ich das Handteil kriegen würde und auf diesem Handslot quasi dementsprechend einmal den Set-Bonus drauf habe, dann könnte ich die Hose wieder anziehen, den Rücken habe ich nämlich auch einen 278er mit guten Stats, das wäre halt wesentlich besser, ne? Aber gut, jetzt schauen wir mal. Was ich auch nehmen würde, wäre tatsächlich ein Trinket, und zwar die Blutschuppe, die würde ich auch recht gut brauchen können, da stellen wir jetzt hier extra mal auf Tank um und ja, schauen wir mal rein, wahrscheinlich kriege ich wieder irgendwas ganz anderes, was ich gar nicht brauche, aber man darf ja noch träumen dürfen, ne? Und was haben wir Schönes drin? Handschuhe. Warum? Was ist das? Schultern sind es. Also ich habe einen Hals mit Versa Tempo. Ja, Hals habe ich auch ein Legendary, das ist das Problem. Da habe ich halt mein allgemeines Legendary drauf, ne, das ich auf jeden Slot setzen könnte. Ich glaube, ich werde aber die Schultern nehmen, weil die Stats sind ja immer die gleichen, ne? Dann tausche ich das um. Ja, gut. Wäre eine Option. Versa Ding heißt, dann könnte ich mein Legendary umkräften, aber warum? Ich nehme das Ding. Ja, die Schultern sind schon besser. Nehmen wir die Schultern. Was kriegen wir hier? Eine 19er. Das steht noch gar nicht dran, oder? Das ist dann einfach random. Also Schultern nehmen wir. Ach, bringt noch mein T-Mog. Also dann kann ich jetzt die eigentlich schon ausmisten, die LFR-Schultern. Oh, bringt noch ein bisschen Item-Level. Ich könnte mal gucken. Ich kann ja mit diesem komischen Katalysator jetzt die Woche auch nochmal ein Item ändern, ne? Ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Hände, glaube ich. Also, ne? Im Spiel habe ich keine Hände. Nee, ich weiß nicht, ob ich dieses gecraftete Item umwandeln kann, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Guten Tag, werter Herr. Also, das können wir jetzt hier schon mal wegpacken. Nur die Schultern mal verzetten. Beziehungsweise nicht verzetten, sondern umtransmoggen. Ich habe genau das, was ihr sucht. Dann kann ich, ja, ich müsste mal gucken, ob ich das andere Item schauen kann. Also das ist halt gecraftete Hände, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich glaube, die kann ich nicht ändern. Also nicht über diesen Katalysator. Das Ding ist, ich habe in der kompletten, im kompletten Patch 2-3 Monate, was der läuft, noch kein einziges Handslot-Item gekriegt. Und das ist halt ziemlich ätzend. Gut, ich gucke nochmal kurz auf der Bank, ob ich da nicht doch irgendwo was habe. Vielleicht aus einer Loan im Plus 0 oder so. Oder aus einem Plus. Aber ich meine, dass das da eher schlecht aussah. Nee, das ist aus letzter Season, ne? Ja, das ist aus dem letzten, aus dem Sylvie Raid, das Elite-Gear vom PvP, und die kann, ja, die sind alle aus letzter Season und mein Mage-Tower-Gear. Ja, ich habe einfach keine Hände gekriegt, bitter. Ich müsste halt irgendwo drauf gamblen, dass ich im M-Plus vielleicht Hände kriege. Ich habe noch ein paar Punkte, dann könnte ich es vielleicht upgraden und über einen Katalysator ändern, dass ich die anderen Sachen switchen kann. Gut, aber die Schultern sind auch fein, ne? Brauche ich jetzt nicht heulen. Tierteil, ne? Habe ich ein bisschen höheres Item-Level. Ist auf jeden Fall okay. Gut, dann würde ich sagen, switchen wir hier einmal auf meinen Twink rüber. Und zwar mit dem war ich nur im LFR unterwegs. Da muss ich jetzt einmal gucken. Perfekt. Ich wollte einen T-Mog haben und der zieht einen Ring raus.
Ah, schöne Scheiße. Gut, ich könnte diese Materialien nehmen, aber was kriege ich da? Kriege ich eigentlich auch nichts, was ich haben will, ne? Stygia, katalogisierte Forschung, die Genesis-Partikel brauche ich auch nicht. Anima kann ich eigentlich auch knicken. Chiffrin brauche ich auch nicht. Komm, wir nehmen den Ring. Also ich habe nur LFR gemacht, weil ich mein Set haben wollte und dachte mir, komm, machst du zumindest einen Wing, kriegst du noch ein Set-Teil raus. Ja, Pustekuchen, kriege ich hier einen komischen Ring. Naja, gut, besser als nix, ne? Naja, gut, dann sind wir damit eigentlich tatsächlich auch schon wieder durch mit dem kleinen Vault-Opening. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich aus dem M Plus noch irgendwo Handschuhe kriege. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.